Hallo, meine Damen und Herren. Heute möchte ich mit Ihnen eine Übungsaufgabe besprechen, die Ihnen dabei helfen soll, zu erkennen, ob es sich um Kosten, neutralen Aufwand oder nichts dergleichen handelt. Bitte bedenken Sie, dass Kosten entweder Grundkosten oder kalkulatorische Kosten sein können. Den neutralen Aufwand haben wir ja in unserem Theorieteil in den betriebsfremden, außerordentlichen und periodenfremden Aufwand unterteilt. Schauen wir uns nun einige Geschäftsvorfälle an, um dann zu entscheiden, worum es sich jeweils handelt. Probleme der zeitlichen Abgrenzung berücksichtigen wir bei dieser Aufgabe nicht. Erstens, stellen Sie sich vor, ein betrieblich genutzter LKW wird instand gesetzt. Der Fahrer hatte einen Pfosten übersehen und die vordere Stoßstange musste repariert werden. Die Rechnung für die Reparatur weist einen zu zahlenden Betrag von 2.580 Euro aus. Entscheiden Sie nun bitte, ob es sich bei diesem Betrag um Kosten oder um neutralen Aufwand handelt. A. Kosten. Leider ist Ihre Annahme, es handele sich in diesem Fall um Kosten, falsch. Bitte rufen Sie sich noch einmal ins Gedächtnis, wie die Definition für Kosten lautet. Kosten sind wertmäßiger Verzehr von Produktionsfaktoren, also von Gütern oder Dienstleistungen, zur Erstellung und Verwertung der betrieblichen Leistungen sowie zur Sicherung der dazu notwendigen Kapazitäten. Die Beseitigung eines Blechschadens am firmeneigenen LKW stellt nun sicherlich keinen Verzehr von Produktionsfaktoren zur Erstellung oder Verwertung betrieblicher Leistungen dar. Und unter Sicherung der dazu notwendigen Kapazitäten ist auch eher zu verstehen, zum Beispiel eine regelmäßig anfallende Inspektion durchzuführen oder den normalen Austausch von Verschleißteilen vorzunehmen. Eine Unfallsituation, die hier zu der Reparatur geführt hat, sollte eher ein außerordentlicher Vorfall sein. Daher wäre in diesem Fall der Betrag von 2.580 Euro netto als neutraler Aufwand anzusehen. B. Außerordentlicher Aufwand, neutraler Aufwand. Richtig. Sie haben erkannt, dass es sich hier um eine außerordentliche Situation handelt, die nicht dem üblichen wertmäßigen Verzehr von Produktionsfaktoren zur Erstellung und Verwertung der betrieblichen Leistung oder der Sicherstellung der dazu notwendigen Kapazitäten dient. Also kann es sich auch nicht um Kosten handeln. Im zweiten Geschäftsvorfall kauft Ihr Unternehmen Rohstoffe im Wert von 1,5 Millionen Euro. Entscheiden Sie bitte, worum es sich dabei aus kostenrechnerischer Sicht handelt. A. Kosten oder neutraler Aufwand. Leider liegen Sie mit Ihrer Einschätzung daneben. Denn bei genauerer Betrachtung werden Sie feststellen, dass eigentlich nichts weiter passiert ist, als dass Geld gegen Rohstoffe getauscht wurden. Nehmen wir an, das Unternehmen hätte die 1,5 Millionen Euro auf dem Bankkonto gehabt. So hätte auf der Aktivseite der Bilanz nur ein Tausch stattgefunden. Dem Abfluss von 1,5 Millionen Euro an Liquidität hätte der Zufluss an 1,5 Millionen Euro Rohstoffe entgegengestanden. B. Weder Kosten noch neutraler Aufwand? Richtig. Sie haben erkannt, dass es sich hierbei nur um einen bilanziellen Effekt handelt. Für den Fall, dass das Unternehmen die 1,5 Millionen Euro auf dem Konto gehabt hat, handelt es sich nur um einen Aktivtausch. Aus 1,5 Millionen Euro Bankguthaben werden 1,5 Millionen Euro Rohwarenbestände. Wenn das Unternehmen für den Kauf der Rohstoffe einen Kredit aufnehmen musste, so verlängert sich die Bilanz. Denn auf der Aktivseite kommen 1,5 Millionen Euro Rohwarenbestände hinzu, die Passivseite verlängert sich um 1,5 Millionen Euro Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditgeber. An dieser Stelle wird Ihnen vielleicht auch klar, warum die im Eingangstrailer zu diesem MOOC genannten 80 Euro für Kraftstoff des Betriebs-LKWs keine Kosten darstellen. In dem Moment des Tankens
findet auch nur eine bilanzielle Veränderung statt. Aus Geld wird Treibstoff. Erst in dem Moment, in dem der LKW aus betrieblichen Gründen fährt und Teile des Kraftstoffs verbraucht, entsteht dadurch der Werteverzehr für betriebliche Zwecke. Und erst dadurch entstehen dann eben auch die Kosten. Erst wenn die gesamten 80 Euro Treibstoff verbraucht sind, sind auch 80 Euro Kosten entstanden. Im dritten Geschäftsfall schafft Ihr Unternehmen eine Maschine für 2 Millionen Euro an. Bitte entscheiden Sie erneut, worum es sich handelt. A. Kosten oder neutraler Aufwand? Leider ist Ihre Antwort falsch. Wie im zuvor besprochenen Fall der Rohstoffe ist ja nur durch den Kauf der Maschine nichts verbraucht worden. Es ist lediglich Geld in eine Maschine getauscht worden, was sich erneut nur in der Bilanz und in der Liquiditätsrechnung widerspiegelt. B. Weder Kosten noch neutraler Aufwand? Richtig. Wieder wurde nur Geld in etwas Materielles, in diesem Fall eine Maschine, getauscht. Erst durch die Abschreibung der Maschine verwandeln sich die 2 Millionen Euro Stück für Stück aus kostenrechnischer Sicht in Kosten. Würde man beispielsweise nutzungsabhängig bei dieser Maschine abschreiben und würde davon ausgehen, die Maschine kann im Laufe ihres Lebens 20 Millionen Stück eines bestimmten Produktes herstellen, so würde man pro hergestelltem Stück 10 Cent kalkulatorische Abschreibung in die Kosten des Produktes einfließen lassen. Im vierten Geschäftsfall nehmen wir an, Sie arbeiten in einem Unternehmen mit der Rechtsform OHG. Die Arbeitsleistung des Inhabers wird mit monatlich 6.000 Euro beziffert. Worum handelt es sich? A. Kosten. Richtig. Da es sich bei der OHG um eine Personengesellschaft handelt, fließt der genannte Betrag in die Kostenrechnung als kalkulatorischer Unternehmerlohn ein. Er stellt somit Kosten dar. B. Neutraler Aufwand? Leider falsch. So wie der Lohn oder das Gehalt eines jeden angestellten Mitarbeiters, fließt auch die Entlohnung des Inhabers in die Kostenrechnung ein. Fünftens. Stellen Sie sich im fünften Geschäftsvorfall vor, Ihr Unternehmen hält Anteile an einer Tochtergesellschaft und aus einem vorliegenden Verlustübernahmevertrag müssen dummerweise 150.000 Euro Verlust für diese Tochtergesellschaft übernommen werden. Die Tochtergesellschaft bedient einen eigenen Markt und stellt auch keine Vorprodukte für Ihr Unternehmen her. Worum handelt es sich? A. Kosten? Leider falsch. Aus der Beschreibung des Geschäftsvorfalls ist zu erkennen, dass es offensichtlich keine betriebliche Zusammenarbeit zwischen Ihrem Unternehmen und der Tochtergesellschaft gibt. Es handelt sich also offensichtlich um eine rein finanzielle Beteiligung. Und die Definition für Kosten wird durch diesen Vorfall nicht erfüllt. B. Neutraler Aufwand. Richtig. Da es offensichtlich keine betriebliche Zusammenarbeit zwischen Ihrem Unternehmen und der Tochtergesellschaft gibt, der Verlust bilanziell aber sehr wohl zu berücksichtigen ist, handelt es sich um neutralen Aufwand. Sechstens. Im sechsten Geschäftsvorfall müssen Sie 1.200 Euro an das Deutsche Rote Kreuz bezahlen, weil Sie dort Ihre betrieblichen Ersthelfer haben ausbilden lassen. Worum handelt es sich? A. Kosten. Richtig. Zur Aufrechterhaltung Ihrer betrieblichen Tätigkeit ist es notwendig, betriebliche Ersthelfer zu haben. Daher handelt es sich eindeutig um Kosten. Würden Sie hingegen die 1.200 Euro ohne betrieblichen Hintergrund an das Deutsche Rote Kreuz spenden, nur weil Sie ein netter Mensch sind und das Deutsche Rote Kreuz unterstützen wollen, so würde es sich um neutralen Aufwand handeln. B. Neutraler Aufwand. Würde es sich um eine Spende an das Deutsche Rote Kreuz handeln, die Sie ohne betrieblichen Hintergrund geleistet haben, so wäre Ihre Antwort richtig. Im vorliegenden Fall ist es aber notwendig, betriebliche Ersthelfer zur Aufrechterhaltung Ihrer betrieblichen Tätigkeit im Unternehmen zu haben. Daher handelt es sich um Kosten und Ihre Aussage ist leider falsch.
Das war unsere erste Übung und ich hoffe, sie hat Ihnen keine Probleme bereitet. Im Zweifel schauen Sie sich die Theorie-Screencasts und die zugehörigen Folien gerne und ruhig noch einmal an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, viel Spaß beim Lernen und bis zu unserem nächsten Screencast. Tschüss! Oh.